Haben Sie schon gewusst, dass Polen in Deutschland die zweitgrößte Minderheit sind, die zweitgrößte Gruppe von Zuwanderern? Man sieht sie in der Regel nicht. Das ist das Problem oder auch der Vorteil bei Polen im Vergleich zu anderen Gruppen von Zuwanderern, von Türk zu Türken, Arabern und vielen anderen. Auch aus den südeuropäischen Ländern fallen Polen mit ihren blonden Haaren und ihren bleichen Gesichtern in der Regel nicht als Ausländer auf. Die Polen werden deshalb auch als die Gruppe der unsichtbaren Minderheit genannt in Deutschland. Es gibt von ihnen ca. 2 Millionen. Nicht alle von ihnen bezeichnen sich als Polen. Sie haben eine ganz unterschiedliche Zuwanderungsgeschichte. Es sind völlig verschiedene Gruppen zum Teil, aber trotzdem eint sie eines: sie stammen irgendwie aus Polen. Polen leben seit vielen Jahrhunderten in Deutschland. Auch das ist ein Unterschied im Vergleich zu vielen anderen Zuwanderergruppen. Türken haben wir in Deutschland in größerer Zahl erst seit einem halben Jahrhundert. Andere Zuwanderer aus der sogenannten Dritten Welt, aus Afrika, und anderen Weltgegenden ebenfalls erst seit relativ kurzer Zeit. Polen gibt es in Deutschland, wie gesagt, seit mehreren Jahrhunderten. Sie haben zeitweise im Osten von Preußen in geschlossenen Gebieten gelebt. Im 19. Jahrhundert waren Oberschlesien, Posen, Westpreußen Provinzen, die überwiegend von Polen bevölkert waren, aber zu Preußen und zu Deutschland gehörten. Und diese Polen wanderten auch innerhalb des Deutschen Reiches, wanderten vom Osten nach dem Westen. Und so verteilten sich Hunderttausende von polnischsprachigen Menschen im 19. und 20. Jahrhundert in Deutschland. Sie kennen vielleicht die Gruppe der Ruhrpolen, Polen, die am Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts im Zuge der großen Industrialisierung Deutschlands dorthin wanderten, wo es Arbeit gab, nämlich in den Bergbau, in die Industrie im Ruhrgebiet. Es waren vor dem Ersten Weltkrieg fast 500.000 Polen, polnischsprachige, die dort wohnten. Da beginnt es aber schon interessant zu werden und auch kompliziert, denn nicht alle Polen waren gleich dort im Ruhrgebiet. Ein Teil waren protestantische Masuren, andere katholische Polen. Das bedeutete, dass auch diese Gruppe nicht so ein Gesamtbild darstellte. Viele von denen passten sich relativ rasch an die deutsche Gesellschaft. Schon ihre Kinder waren eigentlich keine Polen mehr, sondern Deutsche. Andere blieben etwas länger Polen. Und das sind Dinge, die die Präsenz von Polen in den deutschen Ländern seit jeher kennzeichnen. Dass sie sich oft anpassen, dass sie oft rasch unsichtbar werden und dass man sie als Gruppe von Polen kaum mehr im Blick behält. Eine weitere Zeit, in der sehr viele polnischsprachige Menschen in die deutschen Gebiete kamen, war der Zweite Weltkrieg. Nicht freiwillig, sondern erzwungenermaßen. Sei es als Kriegsgefangene, sei es als Zwangsarbeiter, sei es als Häftlinge in den Konzentrationslagern. Alleine an Zwangsarbeitern gab es mehr als 2 Millionen, fast 3 Millionen Polen, die im Laufe des Krieges in Deutschland arbeiten mussten. Und als der Krieg zu Ende war, lebten in den 4 Besatzungszonen noch mehr als 1,5 Millionen ehemalige Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge, sogenannte Displaced Persons. Viele von denen gingen zurück, wanderten weiter, aber viele 10.000 von ihnen blieben auch, lösten sich irgendwie auch auf in der deutschen Gesellschaft, man nahm sie nicht wahr. Dazu kamen weitere Zuwanderungswellen, zum Beispiel die große Zahl der Aussiedler und Spätaussiedler. Aus den Gebieten, die an Polen gefallen waren nach dem Zweiten Weltkrieg, aus Oberschlesien, Ostpreußen und anderen Provinzen, strömten im Zuge von der Jahrzehnte bis Ende der 80er Jahre Hunderttausende von Menschen nach Deutschland, die deutscher Herkunft waren oder aber deren Vorfahren zumindest innerhalb des Deutschen Reiches gelebt hatten. Viele von diesen Menschen, gerade in den 70er und 80er Jahren, sprachen aber nicht mehr Deutsch, sondern Polnisch. Sie waren polnisch aufgewachsen. Und so ist auch die Gruppe der Spätaussiedler aus Polen in hohem Maße eine Gruppe, die nun die Zahl der Polen oder der polnischsprachigen in Deutschland vergrößert. Dann haben wir gerade in den 80er Jahren, als es in Polen wirtschaftlich und vor allem politisch schwierig war mit dem Kriegszustand, eine Gruppe von Asylbewerbern, von Flüchtlingen, politischen Flüchtlingen aus Polen. Auch das waren mehrere Hunderttausend, die versuchten in Deutschland wirtschaftlich und auch politisch, dass es ihnen dort besser geht. Dann kam die Wende 1989, 90 und es war plötzlich sehr viel leichter, von Polen nach Deutschland zu kommen. Man musste sich nicht mehr lange um ein Visum bewerben, um eine Ausreisegenehmigung, sondern man konnte
relativ rasch hierher kommen und viele Polen taten das. Wir haben heute in Deutschland ca. 600.000 polnische Staatsbürger leben. Dazu kommt eine sehr schwer zu beziffernde Zahl von Menschen, die auch Polnisch sprechen, Spätaussiedler und so weiter. Insgesamt vielleicht 1,5 bis 2 Millionen Menschen. Und viele Angehörige dieser jungen Migration, Menschen, die in den letzten 10, 15 Jahren gekommen sind, das sind eben nicht nur Menschen, die auf dem Arbeitsmarkt versuchen, ein paar Euro zu verdienen. Sie kennen vielleicht alle Putzfrauen, Pflegekräfte, Handwerker aus Polen, die in Deutschland Geld verdienen möchten und denen es relativ gut geht, sondern es gibt auch eine immer größer werdende Zahl von Künstlern, Intellektuellen, Studenten, Ingenieuren, die in Deutschland Arbeit suchen oder bessere Existenzbedingungen suchen. Und so haben wir heute tatsächlich haben wir die Tatsache, dass Polen die zweitgrößte Minderheit in Deutschland sind. Minderheit in Deutschland spricht, ist das natürlich so eine Sache, denn eigentlich sind sie keine anerkannte Minderheit. Anerkannte Minderheiten in Deutschland sind die historisch ansässigen Personengruppen, Sorben, Friesen, Dänen und Sinti und Roma. Polen sind eine zugewanderte Gruppe im heutigen Deutschland, ebenso wie Türken, Italiener, Araber und so weiter. Deswegen gelten sie nicht als nationale Minderheit, sondern allenfalls als ethnische Minderheit. Und auch die Gruppe selbst begreift sich in ihrem Großteil auch nicht als Minderheit, in einem Sinne, dass sie seit ewigen Zeiten da gewesen sind, sondern sie begreift sich als eine zugewanderte Gruppe, die sich anpassen, integrieren sollte in die Gesellschaft, ohne aber den Kontakt zu ihrer Herkunftsgesellschaft, zu Polen, zu verlieren.